Okay, wir werden also jedes Mal nach einer Mission zurück ins Hauptmenü geworfen. Ist ein bisschen doof, aber sei es drum. Also wieder rein in die Kampagne. So, nach dem Auftrag haben wir jetzt die Fährte. Wir folgen der Spur immer weiter in die Wälder. Na gut. Der Fährtenleser führte uns zielstrebig immer weiter nach Süden. Einer Fährte folgend, die nicht einmal unsere besten Jäger zu erspähen vermochten. Dann, während wir Meile um Meile in das bewaldete Herz des Landes vorstießen, kamen wir immer öfter an zerstörten Siedlungen der Rothäute vorbei. Der unbekannte Feind zog eine Spur der Verwüstung hinter sich her, so dass es unsere Herzen mit Kummer füllte. Oft rauchten die Trümmer noch, wenn wir sie untersuchten. Ich spornte die Männer zu größter Eile an. Am siebenten Tag unserer Suche erreichten wir ein Gebiet, in dem die Fremden besonders schlimm gewütet hatten. Ihre zerstörerische Handschrift war uns mittlerweile wohl bekannt. Es herrschte dort eine solche Not, dass sich unsere Suche unterbrechen ließ, um der dortigen Bevölkerung zu helfen. Wohl wissend, damit jede Hoffnung aufzugeben, den Feind noch einzuholen. Ja, hilf der Notleidenden Indianerstämme, indem du sie mit den nötigsten Waren versorgst. Okay. Wir mal aber erstmal. So, dann kann ich wieder normal sprechen. Gut, was haben wir hier? Ein Hauptlager. Nahrung. Und jede Menge Holz. Wir haben den Kundschafter, den wir gerade nicht brauchen. Ja. Okay, wir hätten hier Wasser. Nein. Hä? Jetzt aber. Der Wald ist dicht. Schon von Weitem konnten unsere Kundschafter das Ausmaß der Zerstörung erkennen. Das Dorf der Rotschwingen war übel zugerichtet worden. Überall sah man Verwundete in ihren zerstörten Zelten. Es schmerzte mich, als das ehemals stolze Volk uns um Hilfe anflehte. Mit einem Handschlag gab ich den überglücklichen Stammesältesten mein Wort, beim Wiederaufbau zu helfen. Unser vordringlichstes Ziel war es nun, diesen armen Menschen beizustehen, so dringend sie unsere Hilfe brauchten. Doch schwor ich Odin, sobald wir einen Weg gefunden hatten, die Spur des unbekannten Pfeils wieder aufzunehmen, würden wir sie zur Verantwortung ziehen. Zahl den gewünschten Tribut, um den Rotschwingen zu helfen. Die würden sogar mit uns für Nahrung handeln, würden uns sogar Eisen geben. Gut, das heißt, da können wir den Lehmarbeiter hinsetzen. Das heißt, der Holzfäller kommt hier hin. Und der Lehmarbeiter daneben. Ja, Jägerzelt. Hier muss die andere Nahrungsversorgung hin, also Jägerzelt hier hin. So, und Sören tut's als Speer mehr als genug. Ja, Guga weg vor den Rotschwingen.
Norwin? Wo ist der Hut? So, Bauernhof ist schon mal fertig, sehr gut. Das heißt, Bjarnik kann gleich Farmer werden. So, 5 Bauarbeiter haben wir noch. Ich kann aber schon mal meinen Holzfäller auswählen und ihm sagen, Arbeit im Holzfällerzelt. Kann sogar schon eine Werkzeugschreinerei dort errichten. Hä? Kann dem Holzfäller auch sagen, er soll heiraten. Genauso wie ich unserem Farmer sagen soll, er soll heiraten. Also ja, Nahrung gibt's hier satt. Und Lotjolf hat den Bauarbeiter erfunden. Also ja, zur Not müssen wir hier halt ein bisschen Kahlschlag machen, damit wir dort die restlichen Gebäude hinstellen können. Ja. Ist aber ja auch kein Problem. Hier gibt es sonst ja genug Holz. Ja, will. Ja. So, Jägerzelt ist fertig. Als wir zum Stamm der Waldläufer kamen, bot sich uns ein Bild des Elends. Die Fremden hatten ihnen alles genommen, ihre Felder verwüstet und ihre Wigwams niedergebrannt. Häuptling weckender Ruf bat uns dringend um Hilfe, da sein Stamm sonst den nächsten Winter nicht überstehen würde. Auch wenn wir jetzt ein für alle Mal die Pferde der unheimlichen Fremden verlieren würden, war es uns vorrangig, den Bedürftigen beizustehen. Mit Odins Hilfe sollten wir einen neuen Hinweis bekommen, da war ich mir sicher. Auch Nahrung und Öl. Die wollen sogar noch mehr Nahrung, okay. Wo ist der Hut? Pilze gibt's hier zum Glück mehr als genug. Mit was handelt ihr? Oh, schon Farmer erfunden. Sehr gut. Das heißt, wir können einen Brunnen hier errichten. Und die Mühle hier. Du hau dir mal da den Bauch voll, weil du bist weiter am Erkunden. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass es noch mehr Indianer hier gibt. Jo. Mindestbestand und Wunschmenge. Ja, die Frage ist, welchen Mindestbestand einstelle. Lager. Nee, Träger. Hm. Okay, gehen wir mal weiter ins Landesinnere erkunden.
So fehlt eigentlich jetzt nur noch die Mühle. Wie stehen die eigentlich zueinander freundlich? Und wie heißt der Waldläuferanführer? Weckender Ruf. Okay. Okay, Holz wird produziert. Das ist gut. Müssen wir nur warten, bis die Mühle fertig ist. Und der Brunnen. Der Brunnen. So, Mühle ist fertig. Gut, dann gucken wir mal hier oben weiter. Jetzt noch eine Frau vertragen. Ströller mache ich mal zum Jäger. Das heißt, er sollte auch heiraten. Und Ansgar bleibt unser. Hauptbauarbeiter. So, das heißt, hier sind wir soweit fertig. Bjarni muss noch ein bisschen Weizen anbauen. Oh, ach ja, eine Schule. Eine Schule muss noch her. So, und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo Indianer finden. Ja, will. Oh, da haben wir noch welche. Wir begegneten dem
Pokémontas.